herzlich willkommen, liebe Freunde der leichten Unterhaltung. Ja, ich war noch ein bisschen im Netter. Nicht, dass ich so ein, zwei Mal gestorben wäre, das möchte ich mal verschweigen, muss ja nicht jeder wissen, aber hey. Guck. War mega erfolgreich. Also bis ich die vier Wither-Skeleton-Chunks hatte, hatte ich hier schon, ja, Slime-Chunks. Das kam dann von den Magma-Slimes und Experience, keine Ahnung, wahrscheinlich von den Hühnern. Ja, Blaze habe ich auch ein paar weggemetzelt, weil die mir einfach ein bisschen nervt haben. Und Hühner-Chunks, ja, könnte man eigentlich machen. So, damit ich übrigens weiterkomme, habe ich gedacht, nehme ich jetzt mal auf, weil ich wollte euch nämlich das Inventar zeigen, bevor ich weitermache. Ansonsten hätte ich jetzt so ein bisschen offscreen was fertig gemacht. Was kann ich irgendwas nutzen? Nee. Ja, so ist zumindest der Plan. Freunde. Gut. Was machen wir denn jetzt eigentlich? Erstmal außer hier leerräumen. Warte mal, hier ein bisschen happy. Das hauen wir erstmal weg hier und dann kann ich eigentlich einmal schwupsdiwupps sind alle drin hämmern. Achso, ich hatte irgendwie zwischendurch habe ich immer noch ein bisschen Disketten gemacht hier unten Laufwerk, weil meine Laufwerke waren voll, da passte nicht mehr rein. Die waren zwar nicht rot, die waren gelb, aber passten keine zusätzlichen Items mehr rein. Ach, habt ihr übrigens gesehen? Hab ich gar nicht völlig vergessen. Im Nether sind ja auch. Ich dachte, wie heißt denn das Ding hier? Ah, komm schon. Mach. Energie? Wo ist denn das Ding? Wo ist denn? Hab ich doch gerade drin geschnipst, wie blöd. Hier, das hier. Nee, warte. Da. Infinity, was hat denn gerade geschrieben hier? Ach hier, ja, genau. Sowas hier kam von den Endermen. So, hat ein Enderman gedroppt. Im Nether, als ich ihn geklatscht hab. Naja. Gut. Ansonsten hatte ich, glaube ich, vorher noch mal zwischendurch, hatte ich hier noch mein Tier 3, meiner, noch ein bisschen tiefer gesetzt. Dann habe ich mir gedacht, naja, dann lass mal hier die Turtle laufen hier. Turtelini kann ein bisschen ackern, kann ein bisschen rundlaufen. Komme ich heute wieder nach 2 Tagen und siehe da. Ja. Hat sie festgehangen, weil mein Chunkloader nicht ausreichend abgedeckt hat. Habe ich mal umgepaart. Ich musste ihn erstmal suchen, ehrlich gesagt. Mir erscheint natürlich, ja, man konnte ihn nicht übersehen, aber ich musste nicht mehr. Steht jetzt hier, eingestellt auf 6 Tanks. Und die Welt ist in Ordnung. So, haben wir. Jetzt die Sache mit Chunks. So, hier. Wither Seed. Ja. Da ist er. So. Können wir hier was machen? Nee, können wir noch nicht, weil ich muss vorher ein Crafting Seed. Habe ich überhaupt Crafting Seeds noch da? Crafting Seeds. Was habe ich denn hier eigentlich noch? Tier 3. Ja, gut. So. Kann ich. Muss ich so machen oder muss ich anders machen? Nee, passt. So, komm mal her. Dann machen wir den hier auch noch schnell weg. 143. Alter. Läuft doch. So. Perfekter Mundo. So. Jetzt bin ich aber gerade am Grübeln. Vielleicht sollte ich. Was haben wir denn hier? Tier 4. So, setzen wir den da hin. Schick so. Paff. Fertig. Das möchte ich gerade mal wissen. Verdammt. Da war natürlich kein Grow Accelerator mehr drunter. Ja. Hatte ich aber eigentlich gedacht. Naja, so kann man sich. Kein Problem, dann machen wir halt noch welche. Was soll's? Ach so. Ja. Sollte ich vielleicht erstmal so machen. Guck mal her hier. So zapp, zapp hier. Reicht das gerade? Warte mal. Können ja einfach mal jetzt ein paar. Nee, kann man natürlich nicht machen, weil. Geht ja nicht. So. Können wir halt ein bisschen beschleunigen. Oh, dann hauen wir jetzt die hier wieder rein. Und das läuft. Dann machen wir den. Dann machen wir so. Oh. Ja, kriegen wir ein paar raus.
So, haben wir das hier auch wieder reinschmeißen. 28 läuft. So, dann können wir nämlich die hier wieder reinschmeißen. Dann haben wir wieder ein paar übrig. Sehr geil. Sehr, sehr geil. So, so, so. Flaxseed, glaube ich, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Nee, brauche ich nicht. So, machen wir zwei hier runter. Die Trottel habt die Erde wieder reingeschmissen. Und die Trottel habe vergessen, dass ich ja eigentlich hier, so kann ich ja so machen hier. So, ah, passt doch alle. Zack. So, einmal diesen und einmal so. Ich hoffe, der wächst jetzt. Wäre jedenfalls nicht schlecht. Gut. Gut, 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 gut. Okay, eigentlich hätte ich gesagt, ich baue mal wieder eine Runde, aber irgendwie ist mir jetzt wiederum heute nicht so nach Bauen, weil ja die Turtle nicht geackert hat. Die hatte ja ihre Arbeit eingestellt. Das Blöde ist halt, ich muss wirklich mit der nächsten Fuhre hier, muss ich echt ein bisschen breiter gehen, weil Problem ist, die Dinger werden hier größer. Die werden so viel größer. Muss ich mal googeln. Kann ich mir den Tier 4... Warte mal, wenn ich jetzt hier... die Solarpanels haben... Palladium, das ist Stufe 4. Achso, dafür brauche ich ja erstmal den... nee. Dafür brauche ich erstmal den... was heißt das hier? Leeren Erzdingsbums Stufe 4 bräuchte ich erstmal. Ja. Läuft. Warum habe ich jetzt hier kein Palladium gerade reingekriegt? 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Waren jetzt wie viel? 6. Na gut, dann machen wir ja eins zurück hier. Einfach nur, weil wir es nicht brauchen. So, dann machen wir noch einen Dia-Block. Das ist auch kein Problem. Dann nehmen wir noch ein bisschen Glas hier raus und... Oh, hier, passt schon. Wie war denn die Sache mit dem Kristall-Dingsbums? So nicht. Weil der schreibt sich wieder anders. Der schreibt sich wieder Crystal... Mit dem Erodiumblock. Ja, ist in Ordnung. Kann ich auch mitleben. Warte mal. Kriegen wir hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann machen wir das nämlich so. Dann haben wir nämlich so. Das ist eine saubere Linse. Das ist eine Crystal Laser Lens. Sehr geil. So. Er hat irgendwas. Leeren. Bla, bla, bla. Also Void Ohr meiner, ist natürlich auch ein Begriff hier, das musste erstmal... Ach, ich bin ja blöd. Habe ich hier überhaupt schon so ein Ding zu stehen hier? Wahrscheinlich nicht, wa? Nee, habe ich nicht. Ach. Gut, dann fangen wir einfach nochmal von vorne an. Ist auch gar kein Problem, kriegen wir doch alles hin hier. Verdammte Axt, so Internverbänder, so Literite. Machen wir mal kurz so. Ich brauche jetzt 1, 2, 3... 4 davon, dann bräuchte mit Sicherheit auch wieder 1, 2, 3, 4 davon, dann bräuchte auch mit Sicherheit wo ist denn Kyro? Da. 1, 2, 3, 4 davon und ich gehe mal davon aus, ah, die hatte ich auch schon gemacht. Gut. Achso, intern verbinden halt natürlich auch nicht. Ja, halt ein Problem, weil ich habe vergessen, dass ich davon mehr brauche. So, haben wir zwei davon. Dann müssen wir noch mal... Kyro. Kyro-Dings-Bums. So. So, habe ich jetzt wieder... Habe ich doch was... Na gut, machen wir es halt so. Soll mir recht sein. So, dann haben wir hier Nummer 1. Dann haben wir jetzt hier... Okay. Ach, Freunde.
Was haben wir denn? Wo haben wir denn ganz normale Glas hier? Ich habe kein normales Glas mehr. Das ist ja auch geil. 1, 2, 3, 4. Ja, müsste reichen. So, dann haben wir hier wieder. Dann brauchen wir das auch nochmal neu. Warum auch nicht? Gott sei Dank haben wir ja mittlerweile Ressourcen. So, hier haben wir Nummer 1. Dann haben wir hier Nummer 2. Dann haben wir hier Nummer 3. Und dann haben wir hier Nummer 4. Genau. Perfekt. Läuft doch. So, was brauchen wir da alles Schönes hier? Warte mal, ich geh mal kurz pennen, weil es mir hier zu duster. Ja, so. Weiter geht es. Wo ist mein Assembler? Da haben wir doch hier alles schön in der Hand hier. Ich sollte mir vielleicht... Ja. Vielleicht sollte ich auch einfach nur einen Linksklick das anwählen. Passt doch. Gut. Was haben wir denn jetzt hier? Passt natürlich nicht. 12 Nichtsmodifizierer. Wie viel haben wir denn davon noch? Ich glaube... Oh, hier noch. Zack. 12 Nichtsmodifizierer. Dann brauchen wir Strukturblöcke, Stufe 4. Was haben wir denn hier? Struktur. Panel, Struktur, Rahmen, Stufe 4. Oh, gib mal einer an. Na, da hat er fast hier noch. Struktur. Ich brauchte jetzt wie viel? 56 Panels und 56 Bohrrahmen. Alter Verwalter. Obwohl, warte mal, gib mal hier. Haben wir da auch schon alles bereit. Aber gegrübbelt habe ich mal gemacht für die Solarpanels. Ich glaube. So, Stufe 3, Stufe 4. Ich werde mal... Ja. Gut, dann machen wir mal ein Stack davon. Struktur 1, Struktur 2, Struktur 3 und Struktur 4. Brauchen wir eh wieder ein paar mehr. Was soll's. So, und dann brauchen wir 5 Laserkerne, richtig? Genau. 5 Laserkerne. 5 Le... Ja. Natürlich geben wir 5 ein. So, Laserkern. Dann brauchen wir hiervon 1, 2, 3, 4, 5. Haben wir alle schon bereit? 103.000 Kohle. Alter. Jo. Läuft. Gut. Wird langsam ein bisschen enge. Sollte ich mir wahrscheinlich Gedanken machen, wie das vielleicht nochmal halt ein bisschen vergrößert. Ah, warte mal, ich hatte das völlig vergessen. Ich habe ja noch, upsala, ich habe hier noch ein paar hiervon. Sollte ich ja vielleicht auch mal alles aktuell halten hier, so. Kann man mal machen, das reicht noch. Wenn wir mal gucken, ob wir hier mal schnell... Was haben wir hier noch? 1, 2. So, mal das Netzwerk noch eine Runde erhöhen. Wo heißt die hier? Das. Passt. Das sind jetzt immer noch 276 Millionen RF im Speicher im Netzwerk. Alter Verwalter, ich freue mich. Ich freue mich. Ich würde sagen, das lutscht uns nicht so schnell leer. Da finde ich auch noch welche. Alter Verwalter, ich muss unbedingt noch mehr. Ich brauche unbedingt mehr Dimensional Shards. Ich brauche. Gut, worauf warte ich denn jetzt? Ach ja, damit die Turtle fertig wird. Ha! Nicht damit, dass die Turtle fertig wird. Wo ist da mein Deutsche blieben? Meine Fresse. So, der ist ja auch mittig, richtig? Der ist ja auch mittig, richtig? Ja. Wenn wir den schon mal platzieren. Gut, passt. Ich glaube, ich fasse mal... Wo ist denn... Ach.
Natürlich. Nehmen wir ihn doch einfach mit. Habe ich alle da? Ich habe alle da. So. Dann kann der nämlich schon mal hier rein. Dann können wir ja alles vorbereiten, so langsam. Jetzt braucht es noch hellgrünes Kabel. Kabel, Kabel, Kabel. Das reicht nicht. Habe ich doch aber eigentlich noch genug im System, richtig? Hellgrün. Ja. Und ja. Ja, doch, das könnte reichen. Könnte, könnte, könnte. Müsste reichen. So. Bom. Läuft doch. Wer sagt's denn? So, jetzt einmal hier noch runter. Was haben wir denn hier noch Schönes? Wieso ist denn der eigentlich von der Seite? Habe ich den nicht eigentlich. Hä? Habe ich den nicht umgebaut gehabt? Das, 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 das. Wo ist denn mein Schraubenschlüssel? Hier haben wir ihn doch. Ja. So, kommt her hier. So muss das sein. Denn hier unten runter wird sicherlich nochmal ein Kabel langlaufen. Ja, dann haben wir hier mal runter ein Stücke. Dann können wir mich ganzen Kram ja auch schon mal ein bisschen anschließen. Schon mal vorbereiten. Bis die Turtle denn so weit ist. Ist ja nicht die schnellste, habe ich mir sagen lassen. Aber hey. So, müsste ich jetzt genau unten runter sehen hier, wa? Ja, passt doch. Na. Wer sagt's denn? So. Sehr geil. Habe ich eigentlich noch einen Importbus hier drin? Nee. Und ich glaube, im System waren die auch alle, richtig? Jawohl. Waren sie. Also machen wir einen neuen. Einen Importbus. Naja. So, machen wir nicht so Fülle. So, haben wir den, haben wir den. Ist der zumindest vorbereitet? Läuft doch alles. Nur schade, dass ich den nicht laufen lassen kann. Aber das wird übrigens blöd. Das muss ich im Nachhinein wieder eine Runde auffüllen. Aber ich denke mal, das dürfte kein Problem sein, oder? So, komm mal her hier. Dann machen wir nämlich. Oh, mal her hier. Dann machen wir das nachher für die reine Auffüllung schon etwas. Ein bisschen fetter hier. Dann können wir nämlich ein bisschen Erde setzen. So, zack, zack. Dann setzen wir ja einfach nur den Start nachher an. Ach so. Hier baut sie jetzt ja sowieso weg, wa? Gut, füllen wir also im Nachhinein auf. Alles klar. Okay. Haben wir auch vorbereitet. Naja, gut, dann wird sie jetzt hier eine Runde. Hallo? Dann wird sie jetzt hier eine Runde ackern. Soll sie mal machen. Das dauert jetzt eh eine ganze Weile. Was machen wir jetzt noch hübsches? Ich würde sagen. Ich hatte gerade noch irgendwas im Kopf. Ja, verdammte Axt. Was wollte ich? Ich hatte doch eben gerade noch. Ich wollte, ich schwöre, ich wollte. Ey, ohne Scheiß. Ich wollte doch eben gerade noch was machen. Ich wollte was vorbereiten. Nee, wollte ich nicht. Ich wollte was bauen. Ich wollte was machen. Ich habe jetzt hier was. Warum? Ich hab den da. So. Die ackert da rum. Nicht wundern, das sind die Steine, die da unten drin müssen. Oh. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Warum, was wollte ich denn? Ah, nee, auch nicht. Ich weiß übrigens ja nicht. Wollen wir mal heimlich gucken, was beim Chef da drüben so los ist? Ich wollte, lass euch die Turtle da ackern. Ich gebe euch doch einfach mal ein kleines Update, wie das bei den anderen Bäden so aussieht. Wie ihr seht, bei Melana hat sich im Moment gerade noch nicht so viel getan. Hat auch gute Gründe, muss auch so sein. Na, das ist ja alles noch am Ackern, am Laufen. Ich glaube, diese Weatherproofed Blöcke. Also, irgendein Block hat sie verwendet und der war verbuggt. Da haben sie sich dann trotzdem rausgebuggt, die ollen Wither-Vögel.
Hat sie hier wieder ein bisschen Party gehabt. Naja. Ja, das sieht übrigens witzig aus. Also ohne Büsselcraft. Manchmal überlegt mir jetzt doch, war das vielleicht ein Fehler, das rauszunehmen? Vielleicht aber auch nicht. Weil eigentlich ist das eine, in dem Fall eine nicht brauchbare Mod. Das soll ja wirklich ein Bauprojekt sein. Mal gucken, wenn zwischendurch vielleicht nochmal ein anderes Projekt kommt. Das wird natürlich hier nicht fallen gelassen. Das geht halt definitiv weiter. Aber mal gucken, vielleicht gibt es ja auch eine Möglichkeit. Das Schild steht hier immer noch. Ey, ist ja irre. Ja, vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, dass man vielleicht ein bisschen Abwechslung reinkriegt. Ja, muss ja nicht immer so alles gleich sein. Vielleicht geht ja mal was anderes. Vielleicht mal so ein vorgefertigtes Päckchen. Wie heißt denn das hier? Diese Third-Party-Pack. Wie es im Feed-the-Beast-Launcher immer heißt oder hieß oder heißt. Ich glaube, der funktioniert ja nicht mehr. Aber hey, ist es so. Gut, ja. Das war jedenfalls Melana hier mit Wasserfall, alles schön, alles Duty. Hier ist platt. Hier hat sie irgendwas. Hier hat sie mächtig angeebnet, würde ich sagen. Hier ist der Planierroboter rübergefahren. Gibt's übrigens, glaube ich, auch von. Wie heißt das? Von Immersive Engineering, glaube ich. So ein Riesenbagger. Der sieht schon richtig cool aus. So, und dann gucken wir uns mal heimlich bei Gerrit um. Weil ich weiß im Moment ja nicht, ob er überhaupt öffnet. Also, er wollte definitiv, das weiß ich. Na, sieht ja schicki aus. Keine Ahnung, was das sein soll, aber es sieht schick aus. Das gefällt mir. Mit Apatitblöcke, da hat er hier mit dem ja, Architecture Craft gearbeitet. Das sieht wirklich schicki aus. Naja, kann man machen. So. Und hier hat er jetzt wahrscheinlich als Gardinen wird er jetzt vermutlich Banner über Banner gelegt haben, wa? Ja. Aha. Sieht ja auch clever aus. Kann man auch machen. So, hier steht eine. Hier steht ein Chunkloader. Das heißt, hier ist irgendwas am Ackern. Hat er noch mehr als den Reaktor jetzt drin hier? Nee. Nee, hier ist nur der kleine Reaktor. Ja, der ist zwar groß und breit, aber tief ist er jetzt nicht. Schafft aber schon gut Strom. 119.000 RF. Kann man machen. Aber der ist definitiv. Warte mal, wie viel hat er denn eigentlich? Ja, sind ein paar Stäbe. Läuft er ab? Gut. Dann kicken wir uns mal in seiner Base um. Bestimmt haut er mich dafür. Vielleicht schlägt er mich auch. Vielleicht verpult er mich. Aber unter Umständen auch. Gucken wir mal. Jetzt sind hier diese komischen Wunderbohnen hier, war? Diese Magic Beans. Die bringen ja hier auch spannende Sachen raus. Wenn man sich mal hier in die Ernte hier so rinkickt, hier, was da alles rauskommt. Also. Ja. Kann man machen. Hast du magische Bohnen, kriegst du irgendwie alle draus. Naja, ist es so. Gut. Ah, deine Erse angepflanzt. Auch nicht schlecht. So. Oh, hier brechen wir die FPS ein. Alter, was ist denn hier am Ackern? Okay. So, das ist noch seine alte Schmiede hier. Hat sich noch nicht geändert. Das ist der eine Reaktor, das ist das eine ME-System. Der Schöpf hat ja nämlich zwei verschiedene ME-Netzwerke, zumindest gehabt. Ich denke mal, wird immer noch so sein. Okay. Auch das kann man machen. Und der hat den Computer umgebaut. Flüssigkeitsstände, okay. 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 Flüssigkeitsstände,
Flüssigkeitszwiebeln. Achso, das wird noch leer sein wahrscheinlich, wa? Ja. Naja. Okay, stellt da Plastik her? Hat da Computer ohne Ende. Also, der Gerrit hier ist ja im Autocrafting denn doch schon um drei Ecken weiter als ich bis jetzt. Aber noch habe ich nicht wirklich Ambitionen zum Autocraften. Denn noch habe ich nicht so die Mengen, die ich produzieren muss. Aber kommt bestimmt bald. Wobei ich theoretisch diese Strukturpanel und so weiter mit Sicherheit autocraften sollte. Ja, sieht echt spannend aus. Ich da meinen fetten großen Reaktor in City Build 3 oder was war das? War das City Build 3, ich glaube. Mit Wasser und Turbinen und hast du nicht gesehen? Das sah schon cool aus, das Teil. Und dank NIO war noch alle Leitungen versteckt. Das war echt cool. Gucken wir mal unten drin. Hier hat er mit Mechanismen letztens angefangen. Genau. Die ackern hier auch alle fleißig weiter. Läuft. Na bitte. Bin ja mal gespannt. Der Gerrit hat übrigens das Problem, wenn die Maschinen, auch wenn die halt nicht ackern, achso, kann hier hinkicken, dass die für ihn geräuschtechnisch weiter ackern. Hier sind wohl die Sound-Upgrades drin, die Viere. Ich habe auch nichts gehört, aber für ihn war immer noch laut. Erst nach dem Relog war dann endlich wieder Ruhe. Oh, wer weiß, woran das liegt, ey. Keine Ahnung. So, das ist jetzt doppelt. Gerrit, wenn du das siehst, du hast jetzt hier zwei Kanäle verbraucht. Obwohl, hast ja so auch. Zwei Anschlüsse. Verdecktes ME-Kabel. Das sind vier. Nee, okay, alles klar. Nimm bloß zwei hier weg. Na gut, ist ja in Ordnung. Macht ja auch Sinn, sind ja wohl zwei Anschlüsse. Okay. Naja, also ihr seht, es geht hier oben mal stellenweise ein Stückchen weiter. Was ist denn hier los? Noch ein Schankloader? Nimm nur einfach eher, mach den größer. Also ich weiß, warte mal, hier waren glaube ich die Void-Ohrmeiner drinnen, ne? Genau. Da hat der Herr auch ein bisschen übertrieben. Das können wir uns nochmal. Nee, können wir uns nicht. Dazu müsste ich mal kurz nach oben gehen. Aber. Was hat er denn hier eigentlich gemacht? Okay. Wie hat der Turtle ihr Werk getan? Kann man ja auch mal machen. Naja, gut. Ich würde sagen, ich belasse es mal für heute. Ich bin jetzt ja gerade viel zu lange hier rumgerannt. Wollte ich eigentlich ja nicht. So lange rumrennen meine ich. Ich meine, gucken wollte ich schon mal wieder. Jetzt haben wir mal zusammengeguckt. Ne? Also ich war vorher nicht glotzen. Das habe ich jetzt gleich mit euch gemacht. Gerade mit euch gemacht. So rum. Wächst nicht. Ich habe drei Köpfe. Wither. Doch, er erntet. Oh, na Gott sei Dank. Und was kommt raus? Wie viel brauche ich davon? Warte mal. Wither-Skelett-Schädel. Was ist das denn schon wieder? Ein Knochenblock und Zoldust. Aha. Das sind ja Rezepte. Darauf muss der erstmal kommen. Warte mal, wie viel Zoldust habe ich denn hier noch gehabt? Eine Menge. Okay, damit kann ich leben. So, was haben wir noch an Knochen? Oh, Backe. Das ist jetzt nicht so viel. Kein Problem. Wir machen mal ein... warte mal, Knochenmehl. Gibt es denn noch eine Möglichkeit?
Also müsste ich mir jetzt ein Huhn machen. Ein knochenweißes Hühnerei. Das sollte ja wahrscheinlich nicht das Problem sein. So. Das ist natürlich jetzt blöd. Ei. Willst du mir erzählen, ich habe nur ein Ei? Wie viele Eier habe ich denn jetzt noch hier? Eier? Jetzt mal ohne Witz. Okay, warte mal, Knochen. Ich will jetzt gerade nicht so übertreiben. Tatsache. Jahu! So, warte mal, das ist ein Item Collector, richtig? Nee, ist ein Harvester. Wo habe ich denn? Hatte ich nicht irgendwo schon mal ein Item Collector hingesetzt? Wo ist denn der? Ich habe einen Item Collector. Verdammt, jetzt muss ich hier irgendwie kicken, dass ich hier meinen Huhn irgendwie. Warum das denn jetzt? Ich kann doch meinen Huhn jetzt nicht einfach irgendwie. Ich meine, wenn ich das Huhn hier laufen lasse, hier drauf, ist das schlimm? Macht das irgendwas? Eigentlich nicht, oder? Warte mal. Ich tausche das mal irgendwann aus. Wir gucken mal nach Zaun. So, Zaun ist toll, Zaun ist gut. Und dann, den werden wir mal kurz. Kann ich den eigentlich hier oben raufsetzen, ohne dass es irgendwie Probleme gibt? Doch, gibt Probleme. Upala, meine Stimme weg. Gibt Probleme, weil gibt keinen Strom. Das ist ja blöd. Muss ich das irgendwie anders lösen? Und zwar. Hallo, Magnet? Oh. Mein Magnet ist leer. Weil er sich da oben nicht auflädt. Alles klar, ich verstehe. Kann ja mal passieren. So, weiter geht es. Wie mache ich denn das jetzt, verdammt? Wenn ich das so mache und den jetzt so mache, den halt so in die Sets. War jetzt nicht die klügste Variante. So, machen wir mal diesen. Dann nehmen wir den mal weg. Den machen wir mal dahin. Dann haben wir da auch einen Ausgang. So. Oh, ist ja wieder alles anstrengend. Wollte ich eigentlich ja nicht so machen hier. Jetzt mache ich es doch wieder. So, eine Servo haben wir auch noch. Sehr schön. Machen wir einmal diesen hier. So, machen wir das noch an. Das passt also auch. Und jetzt brauchen wir uns noch ein. Da. Da haben wir doch. So. Kriegt er jetzt Strom? Braucht er ja nicht. Always on. Der braucht ja keinen Strom. Na gut, okay. Wenn das so ist, ist es so. So, dann kann jetzt hier die Erde wieder hin. Wir machen jetzt mal den Diorite da auch wieder hin. Das passt denn schon? 11 mal 11, 15 mal 15. Oh. Na, da kann ich ja richtig durchdrehen hier. Jo, sehr schön. Warte mal, machen wir einmal dahin. Wenn er bis dahin sammelt. So, sammelt er bis hierhin. Dann sammelt er bis hierhin, bis hierhin. Ist erstmal jetzt nur eine Notlösung. Auf keinen Fall dauerhaft. Ich muss nur gerade irgendwie zusehen, dass mir die Hühner nicht abhauen oder das Huhn nicht abhaut.
Und wenn ich jetzt Glück habe und hier kommt auch was bei rum. Das sieht aber auch aus hier. So. Ach Gottchen. Was hängt mir da nur wieder auf ihr Hals? Na ja, was soll's. 1, 2, 3. 1, 2 und 3. 1, 2. 1, 2. Ja, das so viel dann dazu, war. Soundtechnisch sieht es ja gerade echt ein bisschen mau aus, würde ich sagen. Brauche ich noch welche, aber ich muss das vorher sichern, bevor. Meine Fresse, 35, schon wieder über eine halbe Stunde. Ich wollte doch nicht mehr so lange. Naja, so kann man sich hören. So. Wie gesagt, sieht erstmal auch nicht so schön aus, soll aber auch nicht so bleiben. Kann man sich gerne beschweren und aufregen. Ja. Aber mir kann ja eigentlich nichts passieren, weil die Peter regt sich ja auch nur auf, wenn man angelt ins Spiel. Wenn man Tiere schlachtet zum Überleben, alles gut. Nur angeln darfst du halt nicht. Da kriegt die Peter echt einen Anfall. Ja, kein Scheiß. Musste ich auch ein bisschen schmunzeln, ist aber so. So, hier. Jetzt brauche ich erstmal. Habe ich überhaupt noch Stecker hier? Oh, habe ich echt ein paar. So, Holz. Holzbretter habe ich auch noch, Tatsache. So, Stock. Ach, genau, falsch rum wieder. Ach, ist doch. Wirst du wohl. Na, komm mal her. Kriegen wir doch gleich hin. Gott sei Dank haben wir ja Holz genug. Eigentlich viel zu viel. Diese ganzen Essenzen müsste ich auch mal irgendwie alle verkraften. Dass die mir nicht mein System zuschmeißen. So. Wobei eigentlich, wenn ich mir zurecht überlege, hier habe ich ein Nebenfeld. Ich mache das einfach nicht so groß. Ich mach's, aus optischen Gründen mache ich das einfach mal anders. So. Es kommt, wie es kommen muss. Bauen es wieder ab. So, machen wir ein bisschen schmaler. Sieht nicht ganz so blöde aus. Wenn ich sage blöde, dann meine ich es tatsächlich so. Okay, so. Haben wir das auch? Haben wir das auch? Haben wir das auch? Das heißt, wir hatten da einmal frei. Dann können wir einmal so machen. Und eigentlich kann ich jetzt das Teil auch wieder ausschalten. Fängt mich an zu nerven. So. Ah ja, komm. Alles gut. Können wir so lassen. So. Ist das wieder alles aufregend hier. Total spannende Geschichte. Ein bisschen Holzstecker setzen hier. So. Jawohl. Das, das und das. Ah ja, und das. So, und dann geh mal von aus. Aha. Hätte jetzt nicht passieren dürfen, ist es aber. Gut. Hier kommen die. Ah, warte mal, hier kommen die, glaube ich, durch, wa? Nee, das ist blöd. Habe ich doch die normale Axt hier? Ja, habe ich noch da. Warte mal. Huh. Darf du jetzt nicht wahr sehen. So. Obwohl, war das ein Bug gewesen mit darüber hier, dass das denn irgendwie dann doch wieder da ist hier? Irgendwie so? Nee, sind wirklich zerstört. Verdammt.
Hätte nicht. Hä? Alter, das war meine Tier 5. Wo sind die denn hin? Ach, Item Collector. Mensch. Inferum. Nee. Sensen. Wo haben wir sie denn? Haben wir gar nicht. Das ist jetzt aber gerade blöd. Sieht. Doch, da sind sie. Na Gott sei Dank, ey. Ich wollte schon sagen. Tier 4, Tier 4. So. Ach, der Item Collector. Der Item Collector, ja, hier kommt Tier 4, Tier 5. Na, also, geht doch. So. Tier 4. Wie schneller? Nee, bin ich nicht. Gut, kein Problem. Komm mal her hier. Komm. Komm schon. Wo bleibst du? Hä, hallo? Wo ist denn mein Tier 4? Ah. Brauch noch ein bisschen. Hä? Hallo? Ja. Das warten. Verdammt. Ich brauche Eier. Ich werde irre. Gut, Freunde, aber ich glaube, warte mal, wenn ich jetzt. Ich glaube, ich werde die Folge jetzt in zwei Teile gesplittet haben. Damit die Folge nicht mehr so ewig lang wird. Wir werden mal in der gucken in der nächsten Folge, ob wir hier irgendwie nochmal ein blödes Ei kriegen. So ein Ollet. Verdammtes Hühnerei. Das kann doch schwer sein hier. Was kriegt man denn nur von Hühnern? Immersive Railroading, okay. Die habe ich wohl noch nie geladen hier. Na, ist doch in Ordnung. So, Seite 1 ist die Minecraft-Seite. So, die Standard. Wo ist denn hier, wo ist denn das Ei? Da ist das Ei. Ja, gut, kann man nicht craften. Doch, kann man. Aha, mit Chicken-Essenz. Aha. Ein schlaues Huhn. Ein schlaues Huhn legt ein Ei. Na, bin ich ja beruhigt. Mensch, es Kinder. Eine Chicken Essenz. Womit man sich hier überall rumschlagen muss. Gut. Ich würde aber sagen, dann werde ich mal ganz freundlich jetzt hier zwischen den Folgen. Werde ich. Was werde ich machen? Achso, ich werde auf Eiersuche gehen. Genau. Das werde ich mir jetzt gönnen. Das mache ich aber ohne euch, denn ich denke mal, Eier suchen, das hatten wir erst vor ein paar Wochen. Muss man jetzt nicht unbedingt nochmal haben. Würde ich also behaupten, sehen wir uns morgen wieder. Oder beziehungsweise in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, meine Freunde. Und tschüss.